Jetzt geht es zum Trainingsplan über für den Trizeps. Der darf natürlich nicht fehlen und darum kümmern wir uns dieses Mal. Wer die anderen Videos von den allgemeinen Trainingsplänen hier verpasst hat auf dem Kanal, da findet ihr sie. Ansonsten, tja, viel Spaß jetzt dabei. Einen Beispielplan durch, der im Prinzip die gleichen Anforderungen hat. Ich will wieder auf allen drei Gebieten eine Variation reinbringen. Eine Griffvariation, eine Oberarmstellungsvariation und eine Variation, ob lateral oder bilateral. Wir haben schon bei den Trizepsübungen und auch bei der Trizepsanatomie gelernt, worauf es beim Trizeps ankommt und wie viel Oberarmstellung es da gibt. Da gibt es im Prinzip zwei grundsätzliche Unterschiede. Und das sind die am Körper und vor dem Körper. Hinter dem Körper, die kommt nicht ganz so sehr zu tragen. Die kommt zum Beispiel dann zu tragen, wenn man Dips macht, aber sonst ist die äußerst selten. Oder auch, wenn man Kickbacks machen würde. Die Übung ist aber ganz bewusst ausgelassen worden bei der Übungsvorstellung. Denn die mag ich gar nicht und halte die auch nicht besonders für sinnvoll. Nun, in der ersten Übung wähle ich wieder das gleiche Prinzip. Hier möchte ich mit viel Kraft etwas leisten. Und da die beiden Arme noch frisch sind, dürfen sie auch zusammen an einem Strang ziehen. Also nehme ich die SZ-Stange, greife diese eng und mache damit French Press. Das bedeutet, ich habe hier wieder eine Handstellung, die leicht proniert ist. Ich lasse die Ellbogen zusammen, gehe damit nach oben und versuche vor allem den äußeren Kopf damit zu betonen. Das ist die French Press Haltung. Natürlich könnt ihr bei French Press auch noch überlegen, ob ihr den Oberarm etwas weiter zurückzieht oder gerade lasst. Ich würde ihn hier gerade lassen, um eben auch noch ein bisschen mehr Fokus auf den äußeren Teil zu bekommen. Als zweite Übung wähle ich ebenfalls wieder eine laterale Variante, um nochmal mit richtig viel Kraft ranzugehen. Denn in der ersten Übung haben wir zwar Kraft benutzt, aber eine isolierte Trizepsübung gemacht und jetzt nehmen wir den Vorzug einer Grundübung für den Trizeps, wo auch Hilfsmuskeln beteiligt sind, Dips. Haben wir beim Bizeps nicht so was Ähnliches, haben wir aber hier. Also nehmen wir das und wir stellen es genau in die Mitte. Warum stelle ich es in die Mitte? Als erste Übung möchte ich ganz gerne den Trizeps vorerschöpfen und isolieren und nicht mit der einzigen Grundübung bereits schon als allererstes anfangen. Wähle ich das als letztes aus, wird gerade als letztes, wenn der letzte Saft aus dem Trizeps gequetscht werden soll, die Hilfsmuskeln aktiviert und ich kann nicht mehr unbedingt sicher gehen, ob der Trizeps jetzt auch mit den letzten drei Sätzen am Ende ist. Tue ich die genau in die Mitte, habe ich hier alle Vorteile. Ich kann nochmal richtig anpacken, die Hilfsmuskeln werden aktiviert und danach kann ich nochmal das letzte aus dem Trizeps isoliert rausquetschen. Ist allerdings auch ein Stück weit Geschmackssache, ähnlich mache ich das auch bei der Brust, aber damit würden wir vom Thema abkommen. Zweites also Dips. Hierbei haben wir mehr oder weniger eine neutrale Stellung, eine Hammerstellung. Die Ellbogen lasse ich wieder zusammen, die Übungsbeschreibung habt ihr gesehen. Und hier versuchen wir jetzt auch nochmal mit richtig viel Kraft ranzugehen. Als drittes brauche ich jetzt definitiv eine bilaterale Übung, denn ich hatte bisher zwei laterale Anteile, also muss ich endlich mal eine Variation da reinbringen, ist zumindest vorzuziehen. Außerdem möchte ich immer noch Betonung auf den äußeren Kopf legen. Jetzt kann man sich aber auch hier umentscheiden. Ich würde mich jetzt hier für Seildrücken entscheiden, und zwar einarmiges. Ich nehme also nur die Stange und power damit den Trizeps nochmal aus. Das wäre die dritte Übung. Damit habe ich zwei laterale, eine bilaterale, damit habe ich zwei Griffvariationen drin. Und damit habe ich verschiedene Oberarmstellungen drin. Seitliche Oberarmstellungen und die vor dem Körper. Das ist das komplette Trizepstraining. Damit hätten wir im Prinzip auch schon unser Gerüst für einen Trainingsplan. Kommen wir noch zu einem wichtigen Thema, nämlich die Anzahl und das Volumen quasi des Trainings, die Anzahl der Sätze. Wie viele Sätze sollte ich nehmen? Normalerweise würde ich sagen, als Richtwert immer 9 bis 10 Sätze. Errechnet sich daraus, dass wir 3 Übungen a 3 Sätze haben. Vielleicht machen wir noch einen Ausbausatz zum Schluss oder dazwischen, aber definitiv übersteigen wir die 10 Sätze nicht. Was ich sogar eher machen würde und eher dahin tendieren würde, ist 2 Übungen mit jeweils 4 Sätzen, dann hätten wir nur 8 Sätze. Mit anderen Worten, bleibt möglichst zwischen, sage ich jetzt mal, 6 und 10 Sätze. 6 Sätze genau dann, wenn wir zum Beispiel in der dritten Variante den ganzen Körper mittrainieren und einen Splitplan haben, an dem wir zum Beispiel den Bizeps noch vor dem Rücken trainieren, dann sollten eigentlich auch die 6 Sätze ausreichen. Aber in den meisten Fällen werden es 8, 9 oder 10 Sätze sein.
Macht ihr ein antagonistisches Training, könnt ihr mit der Satzzahl nach oben gehen. Solltet ihr eine Intensitätstechnik als Übung mit reinbringen, zum Beispiel einen Supersatz, Beispiel, ihr macht in der zweiten Übung bei den Trizeps eine Mischung aus Kabeldrücken mit dem Seil und direkt danach Dips. Dann, wenn ihr davon drei Sätze macht, könnt ihr auch die Satzzahl reduzieren, weil das so anstrengend ist für den Trizeps, dass ihr eigentlich nicht mehr so viel braucht. Das heißt, ihr könnt dann im Prinzip auch die letzte Übung streichen oder wirklich nur zwei Übungen à vier Sätze machen oder auch in der letzten Übung nur ein oder zwei Sätze machen. Euer Trizeps sollte ausgepowert sein. Das hängt ganz auch von eurem Fortschrittsstatus ab. Das ist im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Über die Wiederholungen wurde einzeln gesprochen. Da nochmal ganz kurz zusammengefasst, Kontrast aufbauen zu dem restlichen Körpertraining, das heißt zu Brust oder Rücken im dritten Fall und in den ersten beiden Fällen einfach abwechselnd. Wir trainieren zweimal die Woche die Arme, dann könnt ihr sie einmal mit schweren Gewichten trainieren, also niedrigen Wiederholungen zwischen 6 und 10 und einmal mit mehr Wiederholungen zwischen 12 und 20. Das war's zum Trainingsplan. Jetzt habt ihr einen Trainingsplan oder ihr habt auch die Tools dafür. Ihr findet nochmal eine Datei mit den Regeln dafür, sodass ihr euch den Trainingsplan nochmal erstellen könnt. Außerdem sind da auch nochmal aufgelistet die ganzen Übungen, die ihr zur Auswahl habt und die ihr dann euch nochmal einzeln zu Gemüte führen könnt mit dem entsprechenden Video. Viel Spaß beim Basteln des Trainingsplans. Macht echt Freude, muss ich sagen. Mache ich immer wieder gerne, um mich auch zu motivieren auf ein Training und ich bastle leidenschaftlich gerne Trainingspläne um. Und deswegen, weil ich das so gerne mache, findet ihr mal drei verschiedene Trainingspläne ebenfalls noch im Anhang. All das bekommt ihr mit diesem Video dazu. Viel Spaß damit und ja, dann an die Eisen. Jetzt müssten wir doch aber langsam mal am Ende angelangt sein, oder? Nein, sind wir noch nicht. Bei den nächsten beiden Episoden entführe ich euch wieder mit ins Studio. Was kann denn da jetzt noch kommen? Wir haben doch schon alle Bizepsübungen und alle Trizepsübungen gesehen. Aber jetzt seid ihr bei einem richtigen Training dabei, damit ihr mal eins zu eins seht, wie ich die Arme trainiere. Da seht ihr quasi alles Mögliche, wie man es macht, mal ganz praktisch. Also, viel Spaß dabei, das kommt bei den nächsten Episoden. Kommentare, Likes, immer eine ganz wichtige Sache. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Und dann bis bald, euer Gotti.